Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge No One Survive. Wie ich in einem Video beschrieben habe, leider sind die Aufnahmen irgendwie nichts geworden. Ich weiß nicht warum. Ob das irgendwie an der Early Access mit OBS zusammen lag, keine Ahnung. Oder liegt. Ich hoffe, dass das jetzt was wird. Im Grunde haben wir nur eine verpasst am Anfang. Und zwar sind wir nur ein paar Meter gelaufen, haben uns ein bisschen was gelootet. Ich war dann gestorben durch einen Wildschwein, was dann noch kurz erwähnt wurde. Und dann seid ihr eigentlich wieder jetzt up to date. Was dann noch gefehlt hat, war der Weg von dem Flugzeug. Sind wir dann hier rüber über die Ortschaft, haben auch nur gelootet. Sind jetzt hier hinten rüber. Sind hier an dieser Scheune. Und das Ziel ist dieses Gebiet hier. Das wird ein Airport sein wahrscheinlich. Genau. Und dann werden wir hier versuchen, irgendwo eine Base zu errichten. Das war jetzt erstmal so zusammengefasst der Plan. Oh, hier werde ich schon angegriffen. Aber ich habe keine Infektion bekommen, weil diese eine Infektion weiß ich noch nicht, wie wir die. Ja, heilen. Dann hatte ich gefunden. So eine Schulterlampe, die ist hier befestigt. Und da haben wir zwei Batterien reingeflackt, die haben wir aber gefunden, damit die leuchtet. Ausrüstung habe ich noch nicht groß was. Wir hatten zwischenzeitlich ein paar Bücher gelesen. Auch da sind wir noch nicht richtig durchgestiegen. Manche kannst du lesen, manche nicht. Und manche kannst du irgendwie unendlich lesen, manche nicht. Weiß ich nicht. Inzwischen sind wir jetzt auch, also diese Aufnahme ist jetzt von der Version 0029. Das heißt, es gab auch schon einen ersten Zwischenpatch. Genau. Und wie gesagt, das Ziel ist jetzt dieses Gebiet hier. Anschließend versuchen wir, das Airfield zu erkunden und hier vielleicht irgendwo eine Base zu errichten, ziemlich zentral, damit wir hier ungefähr gleiche Lauf- und Fahrwege irgendwann haben. Genau. Jetzt werde ich hier mal ein Save machen, um zu sehen, ob die Aufnahme diesmal was wird. Genau. Bin ich gleich wieder für euch da. Wahrscheinlich schneide ich das raus. Mal gucken. So, liebe Freunde, wir sind hier nach wie vor in der Scheune, ne? Es ist 2:40 Uhr in der Nacht. Ja, so wirklich pennen könnten wir hier noch nicht. Ich weiß nicht, wir hatten hier, glaube ich, ein Imo. Ist das hier schlafen? Ne, ist das nur so chillig hinlegen oder was? Die Zeit schneller rum? Ne, minus 1 Grad. Okay, wie stehst du wieder auf? So. Wir schauen weiter. Hier so tun können. Genau. Was man nichts weiter, ne? Wasser ist, könnten wir noch mal was trinken hier aus der kleinen Puddel. Gleich gibt dann 30. Die Hygiene affects the chance of zombie discovery, affects the chance of wand infection and affects the recovery a bit too low. Ja, Hygiene haben wir also auch. Da weiß ich auch noch nicht, ob wir einfach nur ins Wasser hüpfen. Mal gucken, wenn es jetzt gleich wieder hell wird. Ja, wie gesagt, das aus der ersten Folge, das ist jetzt leider ja weg. Ich habe jetzt gerne die Schusswaffen dazu, solange wir Ammo haben, denn sie können dir eine Infektion verpassen. Und da habe ich noch nicht rausgefunden, wie wir das heilen können. Das heißt, wir verlieren dann kontinuierlich Health und sterben dann halt einfach. Weil sie dich im Nahkampf manchmal halt erwischen. Wobei eben hat er mich natürlich auch erwischt. So Leute, versuchen wir mal unser Glück hier. Mal irgendwas finden können. LKWs. Ja, wie gesagt, trotz Unreal Engine 5 sind das natürlich alles wahrscheinlich billige, kostenlose Assets und 3D-Modelle. Also
Überzeugt bisher eigentlich nur in der Performance für eine Early Access. Samen für Pflanzen, das brauchen wir irgendwann alles mal, aber wir haben noch kein Auto, nichts. Ihr seht ja, die Modelle sind nicht gerade die schönsten. Hygiene, ja, keine Ahnung, müssen wir dann mal sehen. Okay, wir wollten hier runter nach Süden. Also werden wir uns den Weg jetzt fortsetzen. Genau. Können wir mal hier rein hüpfen ins Wasser? Ich drücke mal X hier vom Model Online. Mal wegstecken. Ob wir. Ist das Wasser? Ja. Für Hygiene jetzt wieder da unten links steigend haben? Nö. Flimmert auch ein bisschen grafisch. Tauchen geht irgendwie nicht. Okay, er schwimmt. Ja, Hygiene, ich weiß nicht, wie wir uns, wie das denn funktionieren wird, ob das schon implementiert ist, keine Ahnung. Wir werden es irgendwie hoffentlich weiterfahren. Es wird jetzt gleich hell. 5 Uhr in der Früh, minus 2 Grad. Ja, eine Kältedings gibt es irgendwie nicht, Gott sei Dank. Jetzt trinken wir hier nochmal einen Schluck. Leider geht das auch momentan nur beim Anhalten und ich kann auch nichts jetzt weitermachen. Wir müssen abwarten, bis das vorbei ist, beziehungsweise passiert ist. Dann haben wir hier Medizin. Free Volumes können wir nicht lesen. Elektronik vor können wir auch nicht lesen. Genau, wir hatten ja ein Dings gefunden hier, ein Red Dot. Hab ich drauf gefrickelt. Wir hatten es am Anfang auch auf Deutsch stehen. Leider, wie gesagt, ist die Folge ja nicht da. Ist aber teilweise logischerweise im Early Access Status noch schlecht lokalisiert, also übersetzt. Viel verwirrendes Kram irgendwie gewesen. Was einen Haufen Fragezeichen aufgeworfen hat. Und dann haben wir es auf Englisch gestellt und ja. Da ist es doch verständlicher im momentanen Zustand. Okay, was ist das hier oben? Industriekomplex oder so? Wir werden gleich mal sehen. So riesig ist diese Karte eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt leider keine genauen Zahlen. Vielleicht kriege ich das ja noch irgendwie raus. Eine Square Kilometers. So, wir haben noch dabei die Schrotze ist leer. Die wollten wir eigentlich versuchen zu verkaufen. Da habe ich gerade keine Porsche-Ammo mehr. Die MP7 haben wir noch. Mit 5,56 haben wir gerade drin, die NATO-Ammo, ne? Und 9mm hätten wir dann noch was. 7,62 haben wir schon ordentlich gesammelt, falls wir noch eine AK finden oder eine Dragunov. Das sieht aus wie so ein Industriekomplex, ne? Das Problem ist, ich weiß halt gerade noch nicht, wie weit das Spiel ist. Ich habe mich auch nicht weiter irgendwelche Videos von anderen Playern geschaut, um vielleicht mir hier und da noch einen Tipp zu holen. Von daher, weil ich es gerne, ihr kennt mich ja, ich würde es immer alles gerne selbst rausfinden. Deswegen weiß ich nicht, können wir schon Auto fahren? Gibt es das schon hier drin in dem aktuellen Versionsstatus? Noch nicht und so weiter und so fort. Das heißt, müssen wir alles rauskriegen. Schauen wir uns an, ne? Nichts drin in der Bude. Hier eine Large Household Battery, 120 Amperestunden, geil. Da müssen wir dann, wenn wir uns damit beschäftigen. Und ich hätte eigentlich auch nicht groß geschnitten in der ersten Folge noch, weil wir zusammen dann halt rauskriegen können, wie kommt man rein ins Spiel, was passiert so, aber leider ist die Folge halt nichts geworden. Deswegen werden wir hier auch noch nicht viel cutten, dass wir das nochmal ein bisschen nachholen können. Genau, versuchen wir dann irgendwie uns dann hier irgendwo vielleicht ein Gebiet, irgendwie eine kleine Base zu bauen oder so. Uns damit mal zu beschäftigen, wie das funktioniert, was wir schon machen können. Und dann brauchen wir auf jeden Fall Transportmöglichkeiten, um den ganzen Scheiß hier zu fahren. Genau. So, haben wir hier irgendwie einen Entry, außer eben an dem Gate? Ne, hier geht's nicht weiter rein. Na dann, versuchen wir mal da reinzukommen. Können wir hier irgendwie auch klettern? Nee, ne? Nein. Ich habe da unten irgendeinen Effekt stehen.
Das ist unsere Hygiene, ja, aber ich weiß nicht, wie wir die, oder gibt es Lebens, gibt es irgendwas, was Thirsty, alles, was hier Einfluss drauf hat? Endurance, Health, logischerweise. Das ist nur Health, Bench, Breathing, Wounds. Klamotten tauschen, hilft das? Sieht man das hier irgendwie? Hitzeresistenz, aber nicht, wie verunreinigt sie ist. Tja, müssen wir abwarten. Keine Ahnung. Rauskriegen irgendwie. Kommen wir denn hier rein oder gibt es hier noch einen anderen Eingang? Oh, jetzt sag mir nicht, das ist eine unsichtbare Wand. Okay, da hinten ist scheinbar noch ein Entry, oder? Ja, wie seht ihr hier, ne? Hier ist dann kein Einschlag. Also wir haben hier noch durch hier die Scheibe. Wir haben hier durchaus noch Fixpotenzial, wenn man so will. Useful Items bisher, da kriegen wir Rotten Meat und streckigen Stoff haben wir bisher immer bekommen. Rotten Meat kann raus. Stoff haben wir jetzt auch schon, dann kannst du halt Fackel mitbauen, aber wir haben jetzt erstmal unsere Taschenlampe. Dürfen nicht zu viel ballern, weil noch stecken wir nicht voll mit Ammo. Bullet Processing Technology, Pharmazeutik. Instrumente, Technology. Submachine Gun Gunstock, den haben wir schon an die MP7 gebaut. Leider optisch nicht dran. Sieht man nur, dass wir den hier dran gezogen haben. Als Buttstock. Was haben wir hier noch? Ein Expansion Mag. Ich weiß allerdings nicht. Es steht wieder nicht drin, wie viel. Geht das an die MP7? Anderen Clip geht. Vorher waren 30 drinne. Testen wir doch mal aus, was das jetzt ist. 45, ja nice. Okay, geht also hier dran. Aber auch optisch hat sich nichts verändert. Also visuell am 3D-Modell verändert sich nichts. Bis auf das Red Dot, das hatten wir gesehen. Aber jetzt Buttstock und größeres Mac. Zumindest an dieser Knifte hier nicht sichtbar. Aber wir haben auch nicht so viel Ammo davon. Naja, weiter geht's, Leute. Jetzt hat er die hier liegen lassen? Ist der denn wahnsinnig? Packt er denn die rein? Ich glaube, es geht nicht. Du musst die erst hier draufziehen. Dann können wir die nehmen. Also da müssen wir noch ein bisschen abwarten, dass die da ein bisschen was fixen. Ja, zahnlose. Okay, weiter geht's, Freunde. Wir gucken uns hier um. Diese Anlage. Nützt uns alles noch nicht viel. Oder wir versuchen hier eine Base zu errichten. Diesen Komplex, ey. Ich weiß nicht, inwiefern Wasser wichtig sein wird. Ich meine, wir haben hier Wasser. Aber wir versuchen hier hinzukommen. Es scheint ein Fluss zu sein. Öldings, wie es aussieht, weil ein Haufen Tanker hier, die Pumpen. Erstmal ein bisschen was essen. Die Hygiene schrumpft weiterhin. Und ich weiß leider auch nicht. Also, wir können hier jetzt zwar laufen, aber wir können hier nichts anderes machen während dieser Aktion. Das heißt, kämpfen könnten wir dann nicht. Hier rein. In diesen Komplex? Nee. Ein Grad, 9 Uhr. Temperaturen schwanken irgendwie auch ein bisschen zu crazy momentan noch. Okay. Wir laufen weiter. Werden dann irgendwie. Okay, kommst du auch nicht durch.
Crouchen. Nein, ist noch ein transparentes, nicht durchdringendes Objekt. Keine Chance. Okay. Ja, gibt einiges zu tun, wie man sieht. Noch ein Lager. Aber es ist interessant, was es schon alles für Gegenstände gibt. Kohle, nochmal eine Toolbox, eine Ölkanister. Aber wiefern die alle schon Funktion haben, weiß ich natürlich noch nicht. Kriegen wir hoffentlich zusammen alles raus. Okay, da suchen wir jetzt auch nicht. Wir haben eh nicht große Transportmöglichkeiten. Ich möchte gerne nochmal safen, bis wir halt rauskriegen, wann, wie wir die Infektion heilen. Für Item. Solange die noch nicht in Horden auftreten, haben wir in Anführungszeichen ausreichend Ammo, aber sollte das mal passieren, dann wird das Knie ganz schnell dick. Für unsere Kollegen hier, von frisch gestylten, das sind alles Leather Boots. Können wir gleichzeitig gucken? Nein. Ich würde gern wissen, ob wir... Ne, können wir nicht. Die haben Speed 12, Defense 1, Cold Resistance 10. Oh, die sind besser hier. Die sind gleich. Dann equippen wir die. Geht nicht. Oh, das heißt, wir müssen die erst ins Inventar ziehen. Ist halt noch ein bisschen umständlich. Wir müssen die anderen raushauen. Und ziehen die jetzt an. Jawohl, sehr schön. Seht ihr nochmal so ein paar Anfänge. Was haben wir hier? Ein T-Shirt. Gloves. Können wir auch mitnehmen. Und wir haben ja 4 Grad. Ist jetzt, was haben die denn für Werte? Defense noch mal ein bisschen, dann quicken wir die auch. Ist gerade kalt, ne? Genau. Da können wir auf den Tank, also auf den Speicher, können wir da hochklettern. Wobei die Leiter ziemlich strange aussieht in ihrer Proportion, oder? Das ist nämlich keine Leiter, ne? Ne, kommen wir so nicht hoch, ist ein Gerüst. Problem ist, er macht ein Autosave und du kannst das nicht ausstellen bisher. Aber ich wollte mal in die Einstellungen gucken, habe ich wieder vergessen, ob die das vielleicht jetzt nach diesem ersten Zwischenpatch irgendwie implementiert haben. Weil sonst überschreibt hier das Autosave immer deinen eigentlichen Spielstand. Das heißt, es kann hier schnell den Spielstand in Anführungszeichen verschießen, wenn irgendwas Dummes passiert und der in dem Moment leider gerade Autosave über deine Save-File macht. Keine Ausdauer. Sehr schön. Ist nicht. Dann gucken wir uns das jetzt hier oben noch an, den Scheunenkomplex. Dann sind wir auch schon wieder fast durch. Nehmen wir nochmal Kurs dann hier auf diesem Fluss. Ich hoffe, das ist ein Fluss, aber das könnte natürlich auch eine Straße sein. Wenn es eine Straße ist. Schauen wir mal. Die ersten Versuche. Man kann hier später noch umziehen. Hier haben wir noch Pilze. Sind. Geben. Nehmen etwas Durst, geben sie dir, aber dafür füllen sie die Kohlenhydrate etwas auf. Ich habe keine Ahnung, wie wir die Hygiene hochkriegen. Wir haben jetzt. Wir können ja mal die Jacke ausziehen. Das testen wir einfach mal. Wenn wir sagen. Vielleicht musst du die von Hand waschen. Ich habe keine Ahnung. Wenn wir sagen. Kriegen wir die irgendwie vielleicht hier rein? Nee, ne? Dass wir die Jacke doch ausziehen. Steigt oder sinkt jetzt die Hygiene? Mentalität sinkt jetzt aber, weil wir frieren bestimmt. Affects the chance of zombie discovery, die Hygiene. Eigentlich so, wenn du schmutziger bist, entdecken sich das schwieriger, oder? Hier angeblich R. Wundinfektion wird verstärkt und unsere Regeneration wird verlangsamt.
würde das mal ganz kurz im Auge behalten. Wie gesagt, ich will hier noch keine großen Cuts machen. Das ist halt vielleicht auch ein bisschen langweilig. Aber dann kann man das zusammen rauskriegen, sozusagen, mit euch zusammen. Aber ja, die Hydrates. Aber so dieses Frieren an sich gibt es momentan nicht. Wir haben jetzt hier ein bis minus 13 Kälteresistenz. Aber die Schulter ist auch schmutzig. Okay. Vielleicht müssen wir uns dann so waschen. Ich habe keine Ahnung. Kann man hier hochlatschen? Nein, Leiter ist kaputt. Ah, da gibt es noch einiges rauszufinden und ich freue mich drauf. Auch in diesem aktuellen Status mit dieser nicht ganz so tollen Optik macht es wirklich gerade mega Spaß, ey. Ja, viele Metallbrocken und die Toolboxen, da müssen wir dann mal sehen, wenn wir dann irgendwie mal einen Storage errichten können in irgendeiner Base, die wir hoffentlich bald haben. Errichten. Was man alles so damit tun kann, ne? So, ist erledigt. Gut, dann nehmen wir jetzt mal Kurs hierher. Nordwesten müsste die Richtung sein. Außenrum hier. Und wird aber eine Straße vermutlich sein und kein Fluss. Mal sehen. Und da werden wir dann unsere heutige Folge sicherlich beenden. Dann schauen wir mal, wie das denn weitergeht hier. Achso, wollen wir mal gucken in die Settings? Sound Control Screen. Ne, wir haben nur Control Settings, Sound Settings, aber keine Game Settings in dem Moment. Zumindest nicht im laufenden Spiel, oder? Das ist alles Grafik. Schade. Mit dem Autosave oder mal gucken, vielleicht kann man das in einer Config irgendwie deaktivieren. Oder in irgendeiner Ini halt, ne? Das ist halt scheiße, wenn dir das Safe Game überschreibt, dann eigentlich ist. Ja, vom Witchman wurden wir einmal getötet, wie gesagt, gleich am Anfang. Der Keiler hat uns platt gemacht. Bisher noch nichts wieder gesehen, was wir hätten jagen können. Ein Häschen hätte ich irgendwo mal hoppeln sehen. Also ich weiß, dass es sozusagen ein Wildschwein und einen Hasen schon auf jeden Fall gibt. Da ist ein Bär. Wollen aber weiter in die Richtung. Um zu sehen, ob das ein Fluss ist oder eine Road. Und dann versuchen wir hier irgendwo mal was zu errichten, just for fun. Wir hätten ja dann das Airfield in der Nähe. Hier eine kleine Ortschaft in der Nähe. Ein Händler, sowohl als auch. Gut, ja, die Natur. Sieht aus wie Natur. Nochmal ein Bär. Okay, hier ist ein Bärengebiet. Spottet uns noch nicht. So. Hören tue ich zumindest kein Flussrauschen. Wird das eine Straße sein? Da sind auch Strommasten. Ja. Ist eine Straße. Okay, dann versuchen wir doch einfach mal just for fun uns einen Hammer herzustellen. Damit, das ist quasi das Baumenü, das Bautool. Man kennt es von, ich weiß gar nicht, war das bei The Forest so? Oder wo war es noch so, wo man den Hammer immer brauchte? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Bedeutet, wir brauchen hier gar nicht her. Doch hier den Construction Hammer. Einmal ein Lock. Genau, und ich könnte nach wie vor, das war in der ersten Folge auch, ich weiß nicht, wenn du jetzt startest, du bist tot, hast nichts mehr, damit du dir hier vielleicht erstmal eine Steinaxt oder ein Steinschwert, ein Speer herstellen kannst, brauchst du immer auf jeden Fall einen Holzstick, wie man es so kennt von Scum etc. Steine dazu kannst du sammeln, aber Holz gibt es nicht. Du kannst hier nicht wegkloppen. Du kannst sie nicht pflücken, auch nicht an Bäumen. Bedeutet, das ist wahrscheinlich noch fehlerhaft.
dass du dir am Anfang brauchst du dann eine Axt, eine richtige Axt, wo dann aber wieder keine Steinaxt machen müsstest. Oder eine Machete oder irgendwas, um hier Büsche zu kloppen halt, ne? Damit du Sticks hast. Oder man kann sie auch finden in Truhen. So, jetzt müssten wir hier genau einen Stick haben. Zwei Sticks. Machen wir uns jetzt einen Construction Hammer. Ah ne, das ist ein großer Lock. Das ist gar kein Wooden Stick. Okay. Bedeutet, wir müssen hier einen Baum kloppen wahrscheinlich. Ja. Kann man den. Hat er jetzt irgendwas ins Inventar gepackt? Wir haben natürlich keinen Platz, ne? Stick raus. Machen wir hier die Fackel raus. Mal den Stick hierher. Passt denn der Lock irgendwie da rein? Kriegen wir den hier irgendwie? Pickup-Lock. Ja, okay, so viel Slots hat der. Damit können wir jetzt unseren Construction Hammer herstellen. Sehr schön. Und dann machen wir da in der nächsten Folge weiter, liebe Freunde. Und schauen mal, dass wir uns hier erstmal irgendwie einrichten in den Straßennähe. Wir sind ja eben Singleplay, brauchen uns nicht verstecken. Genau. So, jetzt haben wir den Hammer. Den hat auch gleich auf Slot 3 gepackt. Auf 4 geht er noch, auf 5 geht er noch, auf 6 geht er auch noch. Sehr schön. So machen wir das dann. Gut, liebe Freunde, hiermit verabschiede ich mich. Ich hoffe, das klappt jetzt mit der Aufnahme hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was, euer Master.